Horrorcrash in Ostholstein. Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 76 sind 3 Personen ums Leben gekommen. Eine weitere wurde schwer verletzt. Der Fahrer eines Audis verliert in der Nacht zum Freitag offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kommt von der Straße ab, prallt gegen mehrere Bäume und wird dabei in 2 Teile gerissen. Der vordere Teil kommt am Straßenrand zum Stehen. Der hintere landet gut 50 Meter weiter in einem Graben. Durch den Aufprall werden 2 der Insassen aus dem Auto geschleudert. Für eine Frau und 2 Männer kommt jede Hilfe zu spät. Sie versterben noch am Unfallort. Ein 3. Mann kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer hatte die Unfallstelle entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Wie es zu dem Unfall kam, ist daher noch völlig unklar.